Moin Leute, wie ihr seht, ich bin ein bisschen mit dem Fahrrad unterwegs. Jetzt gerade Hochwasserlage und ich versuche gerade einen Weg eigentlich in einen anderen Stadtteil zu finden. Normalerweise so um die 5-6 Kilometer, aber das habe ich jetzt schon weit hinter mir und ich versuchte gerade an einer Brücke vorbeizukommen, aber wie ihr seht da hinten steht das Wasser. Ja, das heißt, muss noch einen anderen Weg finden und ja, toi toi toi. Naja, hoffentlich finde ich da noch einen anderen Weg, weil hier geht's nicht weiter. Super. Naja, mit meinem Navi komme ich sowieso nicht weiter. Das schickt mich sowieso sonst wo lang, wo überall Wasser ist. Ja, wie ihr wisst, ich komme ja aus der Region Hannover. Und vielleicht muss ich ganz runter bis zum Maschsee fahren, um dann wieder, was weiß ich, 5 oder 6 Kilometer zurückzufahren und dann die ganze Strecke wieder zu ganz rum zurück. Naja, ich werde es versuchen. Ja, hier wird schon auch schon dicht gemacht. Ja, bin immer gespannt, was das hier noch wird.
wie ihr seht, das, was ihr da seht, ist die Leine. Ja, ich bin jetzt fast durch Ricklingen durch, also Hannover Stadtteil Ricklingen. Ich glaube, hier gibt es auch nasse Keller. Ja, so langsam arbeite ich mich dann mal Richtung Maschsee durch. Bin mal gespannt. Ja. Hab den Termin in einer Viertelstunde, wo ich hin wollte. Wird wohl nichts. Hab noch bestimmt 10, 15 Kilometer vor mir. Na gut, weiter geht's. Ich fahre hier gerade am Maschsee lang. Das müsste jetzt das südliche Ufer sein. Direkt neben mir müsste die Leine fließen oder der Zufluss zur Ihme irgendwie. Ich hoffe, ihr könnt mich verstehen bei dem Wind. Ja, ist schon ein paar Meter drüber oder Zentimeter. Ja, fahre ich hier am Maschsee lang, immerhin 3 Kilometer lang. Und ja, wenigstens macht das Wetter mit. Ah, S-Bahn fährt noch. Hier ist sogar eine Brücke gesperrt. Naja. So. Richtung Dören, da muss ich hin. Das ist dicht. Fast geschafft. Jetzt ging das Ganze ratzfatz. Aber erstmal die ganzen Überschwemmungsgebiete umfahren. Ist schon eine Strecke. So, wo muss ich denn hin? Erstmal geradeaus. So. Muss ich ehrlich mal sagen,
Radwege hier in Hannover sind so beschissen. Reg ich mich jedes Mal drüber auf. So, ich bin jetzt am Fiedler Platz. Heute ist Markt. Mal gucken, was es so Leckeres gibt. Ja, sieht gut aus. So, ich mache jetzt hier aus. Ich melde mich gleich wieder für den Rückweg. Stehe hier jetzt an der Brückstraße. Hier ist voll gesperrt. Pressesprecher von der Feuerwehr. Egal wo ich lang fahre, ich muss komplett einmal wieder zurückfahren. Sonst steht mir das Wasser hier gleich zum Halse. Da. Echt alle Wege versperrt. Ich muss komplett zurück. Hilft nichts. Selbst hier die von der Schnellstraße hier nebenan. Die Unterführung ist komplett überschwemmt, zeige ich euch gleich noch. Und der Weg, der da dran vorbeiläuft, der ist auch gesperrt, weil da eine Baustelle ist. Super Stadtplanung, egal. Leine scheint weiter zu steigen, eben wo ich von der Brückstraße zurückgefahren bin, das zeige ich euch gleich mal. Hat für mich den Eindruck gemacht, als wenn das Wasser weiter gestiegen wäre. Also es wird wahrscheinlich noch mehr werden. Ich konnte da jetzt nicht langfahren. Zum einen ist gesperrt und zum anderen ein Radfahrer, der mir entgegenkam, sagte, die Strömung wäre zu stark. Ja, also bin ich umgedreht. Jetzt muss ich erstmal weiter irgendwie einen Weg zurückfinden. Ja, dann wollen wir mal weiter gucken. So, da seht ihr, Unterführung unterspült, aber ich glaube, ich komme da noch durch. Der andere Weg, der da oben lang führt, wie ihr seht, dicht. Naja. So, dann wage ich es mal.
So. Ich glaube, der Weg hier Richtung Bricklingen ist frei. Bin ich mal gespannt. Weil hier kommen mir viele entgegen. Da ist Ende. Da fahren wir mal kurz hin. Wie ihr seht, da vorne haben sie die Schotten dicht gemacht. Und das wird mir hier eindeutig zu heikel. Ja. Fische. Da hinten. Na, komm. Der Schott ist dicht. Und der ganze Weg überschwemmt. Das ist mir zu heikel, da fahre ich jetzt nicht durch. Aber vielleicht kriege ich jetzt noch die Fische hier. Ja. Fische auf dem Fußweg. Unglaublich. Hier hat sich gerade das Wasser noch eine... Es steigt hier weiter, das seht ihr, könnt ihr richtig gut erkennen. An dieser Wasserkante. Und da läuft es gerade zusammen. Also, der Pegel steigt noch. Naja. Ab nach Hause. Das ist heftig. Ich stehe hier auf einer Brücke, da kann man normalerweise nicht ans Wasser greifen. Ich zeige euch das mal. Also die Fließgeschwindigkeit ist schon beachtlich. Glück gehabt, hier geht's durch. Aber hier fließt das Wasser. Ich habe gerade was entdeckt. Ich glaube, das war mal ein Gulli. Oder könnte auch ein Schott gewesen sein. Könnte auch ein Schott sein, was undicht ist. Wasser kommt irgendwo von dort. Da ist irgendwie, da ist der Bahndamm. Da ist Bahndamm. So. Wie ich geradeaus scheint frei zu sein. Und da
Da kommt's durch. Hannover säuft ab. Hier so links und rechts in die Büsche gucke. Ja, auf der rechten Seite jetzt von mir. Da ist kein Wasser, da ist der Bahndamm. Und auf der linken Seite von mir, bis weiter. Ja, andere rechts. Ja, überall Wasser. Wasser, 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 Wasser. Und wie ich hier eben weiterkomme. Da bin ich. Okay. Aber ich glaube, ich bin wieder auf dem Ruhedamm drauf. Das ist mir gerade hier so bekannt vor. Jo. Da ist wieder die Brücke. So, den Weg habe ich zurückgefunden. Aber die Wege hier in Hannover. Also an alle Radwanderer, meidet Hannover, fahrt drumherum. So, guter Baum. Stopp, ich bin falsch abgebogen. Ah. Wie gesagt, ich habe das Navi jetzt nur dabei, um den Weg aufzuzeichnen. Bis nächste Mal. Und ich werde dann auch zum nochmal Bild machen, wie ich gefahren bin. Und euch gleich mal hinten dran hängen, wie ich normalerweise fahre und wie ich heute gefahren bin. Mal jetzt erstmal eine kleine Pause, was. Kamera in Tasche ist doof. So, ich mache jetzt erstmal eine kleine Pause, trink was. Und dann bin ich auf ein Ziel dran. Tja. Mission: Hochwasser erfolgreich umfahren. Geglückt. So, ich verabschiede mich schon mal. Und wünsche euch noch allen alles Gute. Oh, bis demnächst. Tschüss.